Hallo Freunde der Spikotour und willkommen beim Let's Show zu Kerbal Space Program. Ja, und zwar habe ich mir gestern geschossen bei Steam, weil ich da schon länger mit geflunkert habe, um das mir mal endlich anzusehen. Und ich dachte, jetzt ist der Preis vielleicht angemessen für dieses wundervolle, knuffelige Spiel, was aber eigentlich richtig hart ist, in sich hat, muss ich sagen. Weil wir versuchen natürlich in Kerbal Space Program das Weltall zu erreichen mit unseren kleinen Mannequin hier zum Beispiel. Können ohne Ende Raketen bauen und Space Shuttles, aber wir gehen einfach mal ins Spiel direkt rein, damit man so ein bisschen sehen kann, was das überhaupt ist, weil ich konnte mir darauf früher nicht so viel drunter vorstellen. Es gibt auch Trainingsmissionen, die habe ich gestern Nacht mit dem Bounty Hunter zusammen gemacht. Wir haben uns schrecklich gelacht, vor allem wenn wir unsere eigenen Raketen gebaut haben. Man konnte die zwar untereinander nicht sehen, aber war amüsant. Ja, Training und Szenarios, also man kann auch Szenario machen, zum Beispiel Mun ist der Mond, also in Mondorbit zu gehen und also Geschichten gibt's aber noch nicht viel, aber der Mod, also beziehungsweise das Spiel ist komplett modbar und dementsprechend gibt's auch zum Beispiel Raketen, neue Teile und etc. 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 Wir werden mal ein ganz neues Spiel starten. Ein Karrieremodus gibt's noch nicht, weil wir befinden uns immer noch in einer Alpha-Version. So viel mir bekannt ist, weil Version 0.20.2 ist für mich Alpha. So, wir nehmen die Capsule hier als Flagge, gehen in Sandbox und starten. Ich habe schon ein Spiel, was genauso heißt, wo ich ein bisschen rumgeflogen bin, aber ist auch egal. Hier in dem Fall haben wir unsere Abschussrampe, unsere Tracking Station, also alles, was wir ins All schießen und halt noch nicht irgendwo explodiert ist, können wir über diese Tracking Station sehen, wie halt hier Probes, Rovers, Landers, Ships, Station Bases, Flags, Evas. Evas sind diejenigen Astronauten und wir haben hier auch nochmal Flags. Gab es jetzt zweimal Flags? Nein, ich habe Flags nur einmal gesagt. Beziehungsweise zweimal mit diesem Moment. Ja, das ist unser kleines Sonnensystem, wo wir halt jeden Planeten analysieren können und hinfliegen. Es ist ein bisschen dem System von uns empfunden, also der Erde. Hier haben wir zum Beispiel einen Gesteinsbrocken, der wahrscheinlich als Planet gilt. Wir haben Ikedona, ja, Moon ist der Mond halt von dem System. Und die haben alle wirklich Echtzeit berechnete Umlaufbahnen. Genauso ist das bei Raketen und so weiter, die haben auch... sind auch den Gravitationsfeldern des Sonnensystems unterlegen und fliegen auch mal ganz gern von, wenn du im All einen Arsch trittst, fliegt er halt immer geradeaus, wenn du nichts machst. So, das ist Mun, ein schöner Mondplanet, auf dem ich noch nicht gelandet bin. Nur im Tutorial, aber nicht mit einer eigenen Rakete und das werde ich, glaube ich, heute auch nicht schaffen, um euch das mal kurz zu zeigen. So, da haben wir nämlich hier, wichtiger ist den Spaceplane Hangar oder den Vehicle Assembly Building Hangar, wo wir halt unsere Raketen oder Shuttle zusammenbauen. Dann stehen wir hier, da unten haben wir einen Raketenwissenschaftler. Und als allererstes wählt man sich ein Cockpit aus, worum man dann das Schiff baut. Wir werden in dem Fall mal einen M12 Kommandopod nehmen. Zip, zip, kann man ein bisschen rausfahren. Klicken wir mal an. Ziehen wir mal ein bisschen hoch. In der Höhe, weil da kommt einiges noch dran, damit wir überhaupt die Erdumlaufbahn erreichen können, was schon ein ganz, ja, schönes Stück ist. Damit wären wir aber schon bei Pots durch. Wenn sich hier Kommandos zieht, dann kann man sich außen an das Ding hängen wohl. So, dann haben wir hier Propulsion. Nein, Propulsion. Naja, die Düsen mit jede Menge Treibstoff, Teilchen, wo man wirklich sagen kann, Mod-Community ist da, die entwickeln immer wieder neue Sachen dafür. Wir können jetzt in dem Fall mal gucken, Liquid Fuel, hier haben wir unglaublich viel drin, da ist ja auch ein recht großer Tank. Dann nehmen wir den. Man kann auch die untereinander setzen, um mehr Sprit zu kriegen. Aber natürlich, das Gewicht wächst mit. Man muss natürlich immer mehr dann in die Stratosphäre reinballern können. So, was haben wir denn dann noch hier? Rocketman, dann sehen wir hier die Engine Max Power, Minimum Power.
Das ist also eine recht dicke Engine, die wir unten dran setzen können. Dann gibt's halt Kontrollgeschichten. Damit können wir halt... Na, müssen wir ihn nochmal absetzen. Da ist zu klein. Many years of research. Das ist ein Stabilisationsmodul. So, sehr schön. Struktur sind teilweise leere Teile oder Sachen, um dran zu bauen. Sagen wir hier ein Grider-Segment zum Beispiel. Hier können wir dran bauen. Und was halt immer auch ganz gut ist, man muss ja eine gewisse Balance halten der Rakete, dass man hier anzeigen kann, wo denn der Mittelschwerpunkt ist der Rakete und den Center of Thrust, ob der auch noch gerade ist. Das sieht man dann hier, das wird eingeblendet. Jetzt sehen wir natürlich, der Thrust ist sehr massiv auf der rechten Seite verteilt, weil ich den gerade hier in die Luft gestellt habe. Was aber hier wichtig ist, zum Beispiel... Nein, ich bin schon wach, Handy. Hä? Komisch. So, was hier noch wichtig ist, es gibt hier... Wo ist es? Module, womit ich... Na? Bin ich falsch? Nee, ich bin noch nicht falsch. Da ist jetzt, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich jetzt auf Full HD spiele, aber ich freue mich. Genau, hier zum Beispiel den TT38K Radial Decoupler. Das ist nämlich, das sind nämlich so Halterungen, die ich an die anbringen kann. Und daran kann ich zum Beispiel Schubraketen dran machen. Und die kann ich dann, sobald man die Atmosphäre erreicht hat, kann ich die absprengen, um Gewicht zu sparen. Aber ich suche was anderes, und zwar... ihn auch nicht. Wo ist denn der in meiner Größe? Der ist auch kompakt. Der auch. Hallo, dann muss das der sein. Genau. Weil das ist eine Decoupling... Also, ja, man kann damit halt auch das Ding abkoppeln letztendlich. Machen wir jetzt mal eben ihn. Weil machen wir einen Stabilisator da drunter. Beziehungsweise den kann man wohl auch da reinsetzen, sehe ich gerade. Der wird dann später mit der Landekapsel, von der Landekapsel wieder getrennt. Dann setzen wir uns mal da unten dran. Na? Na? Du willst nicht so wie ich. So, jetzt aber. Was halt dann auch wichtig ist, wir haben hier so eine Sequenzeinheit. Also hier können wir aufstellen, wie das sequenziell abläuft. Das, wir sehen hier zuerst, wenn ich die Leertaste nachher drücke, das werde ich zeigen, startet die Düse feuert durch, wenn ich das nächste Mal Leertaste drücke, kann ich halt diese Abkopplung hier starten, sodass nur noch die Kapsel an sich vorhanden ist. So. Dadurch, dass ich hier oben eine Abkopplung mache, muss ich jetzt mich nicht darum kümmern, obwohl, das können wir auch machen. Dann kann ich mich noch weiter wegbewegen von der Erdatmosphäre. Dann machen wir mal ihn hier. Setzen wir ihn so, dann gehen wir wieder zurück in die Düsen. Dann haben wir nämlich hier die Rocomax-Düsen. Setzen wir die hier so dran. Dann gehen wir in Aerodynamik, da gibt es nämlich diese Standard NC entweder Spitzen oder die aerodynamischen Noise Cone. Ja, das Spiel gibt es übrigens nur auf Englisch, tut mir sehr leid. Irgendwie kriege ich die gerade aber nicht draufgesetzt, wahrscheinlich. Doch, geht. So, damit haben wir schon mal den Raketenpenis. Na? So, dann wollen wir mal hier eine weitere Sequenz einsetzen. Dann starten nämlich diese Düse zuerst. Setzen auch die Hauptdüse unten hin. Die soll halt unterstützen. Dann können wir... Hä? Hilfe! Ihn nochmal eben beiseite setzen. Weil ich brauche auch noch ein klein bisschen...
Nee, nur so einen kleinen. Na, mal runter auf einen. Oh, darf ich den so nicht mehr hier dran setzen? Na, komm. Manchmal will es nicht so, wie ich will. Dann machen wir es halt so. Ist mir egal. So. Dann kommt der hier dran. Das Ganze könnte man jetzt eigentlich schon mal testen. Aber wir machen da erstmal noch weiter, weil wir müssen noch ein paar Sachen verändern. Jetzt gibt es nämlich hier auch noch... Genau, hier Control. Da haben wir das SAS-Modul ja schon angebracht. Wir müssen nur noch hier den RV-105 RCS-Thruster oder sowas dran machen. Das sind nämlich so kleine Steuerdüsen, die halt auch im Weltall funktionieren, weil da funktionieren zum Beispiel gleich nicht mehr die Wings, die wir anbringen. Problematisch hierbei wird natürlich nur, ich spreng den natürlich ab. Deshalb steuern wir mal hier oben die Steuerdüsen dran. Obwohl, das bringt mir ja gar nichts. Haha. Wisst ihr auch warum, ne? Weil ich ja ihn hier... Na? Ach. Ja, okay, ich habe mich schon ein bisschen verbaut. Aber es wird so auch funktionieren. Dann lassen wir Steuerdüsen raus. Beziehungsweise... gucken wir mal. So. Das können wir noch mal ein bisschen stabilisieren, indem wir hier... aerodynamische Wings dran machen, wovon teilweise welche nur Stabilität sind und teilweise lassen sich welche bewegen davon. Machen wir auch. Na, das sieht aber nicht 100% gerade aus. Delta Wing Deluxe. Habe ich so schräg dran gesetzt, dass ich überhaupt nicht mehr gerade hier dran komme? Weil sonst habe ich das Problem, der rotiert dann gleich. So sehr. Gehen wir mal kurz auf das Brett, auf die Startrampe. So sieht das Ganze dann aus. Übrigens gerade voll am Abruckeln, weil ich die Einstellung verändert habe. Und natürlich wackelt meine Rakete gerade, weil die nicht festgesetzt ist. Naja. Gehen wir mal zurück wieder in den Bilder, weil wir müssen noch ein paar Sachen mit dran setzen. Mit den Außen, ja, mit den Rings komme ich gerade nicht großartig weiter. Um die gut balanciert zu setzen, dann setzen wir die jetzt einfach so. Rotation des der Rakete kann man verändern, wenn man denn mal auch wie heißt? Ah, ich muss mal kurz denken. Ah, okay, das ist der Fallschirm. Haha, ja, natürlich müsste meine Leute auch wieder sicher auf Land landen. Dafür gibt es halt auch hier Gears, aber das machen wir hier jetzt mit Fallschirm. Na? Geht doch. Ach, was muss man denn hier nochmal beachten? Fully deployed.
Semi-deployed Drag. Die sind doch gleich. Ja, okay, die Masse ist anders. Dann nehmen wir ihn. So, damit haben wir einen Fallschirm drauf. Fehlt nur noch, dass wir natürlich auch irgendwie nochmal runterkommen müssen. Naja. Dazu nächstes Mal mehr. Jetzt machen wir es erstmal so. Dass wir jetzt noch hier die Heiterung machen, dadurch, dass die Rakete da nicht umfällt. Und dann können wir eigentlich mal zum Testflug starten. Mir fehlt zwar jetzt natürlich was, was ich in der Luft noch machen kann. Aber es wird funktionieren. Sie wird starten. Und wir nennen sie die Dock One. Obwohl es ist nicht die Dock One, sondern die Dock schon 20, so in etwa. Und trotzdem habe ich noch nicht viel gelernt. So, dann auf aufs Feld. Es wird nur das Terrain geladen. Jetzt ist es geladen. Jetzt geht es nämlich darum, zum einen wackel ich immer noch ein bisschen. Ah, hat sich beruhigt. Gut. So, was gibt es hier zu sagen? Also mit A, S, W, D sieht man links unten, kann ich halt mit den Wings arbeiten. Und wenn ich dann später, sagen wir mal, mit R die Steuerdüsen aktiviere, werden halt die kleinen Düsen hier genutzt an den Seiten. Das ist eigentlich eine Sache für, wenn ich im All bin. Und mit T kann ich SRS machen. Das ist halt dieses Steuermodul, was ich installiert habe, was die Rotation aufhält der Rakete. Da sieht man hier, der wackelt jetzt hier schon unter SAS, weil der versucht, Rotation aufzuhalten. Ja, dann habe ich hier unten meine EVAs, die in dieser Raumkapsel sind. Und das Coole ist einfach, ich kann auch in die Raumkapsel auf die EVAs schalten und kann dann aus der Raumkapsel raus sehen, was die sehen können. Und mit V kann ich halt zwischen denen wechseln. Das alles erstmal zur Theorie und damit hätten wir eigentlich auch schon alles. Mit C rein, mit V kann ich dann feste Kameras mir angucken. Aber die Rakete obliegt ganz meiner Steuerung. Und dann sag ich mal, auf zu ungeahnten, ja, Welten. Ach ja, und mit Shift mache ich den Throttle hoch auf 100%, weil wir wollen ja auch gerne die Atmosphäre verlassen. Und hoffentlich geht alles gut. Aber schön ist schon, wir haben keine Rotation und sie ist sehr still, also sehr ruhig, die Rakete. Ich habe schon Dinger gebaut, die sind so abgegangen. Wir nehmen Tempo auf, da hinten ist der Mond. Es ist kein Mond, es ist eine Raumstation. Und wir steigen. Es wird nicht reichen für die äußere Atmosphäre, weil wir sehen hier, wir sind gerade mal erst in dem ersten Atmosphärenabschnitt nachher. Wir können hier unten auch die G-Kräfte ablesen, wie stark die noch sind, beziehungsweise auch wie viele existieren. Dann in Throttle. Jetzt sind wir in der ersten Atmosphäre. Wir sehen schon, dass das Absprengen meiner Tanks hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt senke ich mich gerade schon in eine Richtung ab, muss ich mal nachjustieren. So, jetzt gleich haben wir eine Stratosphäre erreicht. So. Ja, damit sind wir auf jeden Fall definitiv schon mal im Weltall gefangen, glaube ich. Müssen wir das RCS anmachen. Ah, ich habe vergessen, den Tank fürs RCS draufzusetzen. Aber die Erdanziehung zieht uns wenigstens zurück. Das ist schon mal der Weltall. So schön kann das aussehen. Wenn man keine Kontrolle mehr hat über sein Schiff. Beziehungsweise wir werden zwar langsamer, aber wir entfernen uns immer noch von der Erde. Weil die Problematik ist natürlich, ich habe keine letzte Düse, um wieder in die Atmosphäre einzutreten. Deshalb kann das gleich sein, dass wir einfach ins Weltall davonfliegen. Beziehungsweise wir tun das schon.
Machen wir es mit Stil und sprengen wir erstmal einfach meine Kapsel ab. Na, stabilisier dich mal. Ja, und da fliegt dann mein Torso weg. Meine Evas scheinen noch ganz recht fit zu sein. Ach so, ich kann selber mit denen rausgehen. Das wusste ich gar nicht. Und dann? Die haben nichts. Die verschwinden doch im All, wenn ich das so mache. Ich kann doch die nicht einfach hier rausschmeißen. Wir werden langsamer und langsamer. Wir können es eigentlich mal ein bisschen beschleunigen. Ach so. Ja, ich kann nicht beschleunigen, während ich noch hier Throttle up habe. Dann können wir nämlich sehen, ob ich... Ah, jetzt geht's wieder zurück. In Richtung Orbit. Dafür gibt es nämlich ganz gut hier einen Time Warp. Der geht aber nur, wenn man halt keinen... Ja, wie soll man sagen? Gar keinen Throttle hat. Also nicht boostet, also keine Geschwindigkeit. So, jetzt geht's in Richtung Erdeintritt. Komm. Chaka. Chaka. Kamera orbital. Kamera chase. Kamera auto. Kamera Simon sagt. Da hinten sind übrigens meine Düsen, die kommen gerade auch wieder zurück zur Erde. Die sind aber ein bisschen schneller als ich. So, Erdatmosphäre wird durchbrochen. Man sieht auch, ich werde schon langsamer durch die Luftreibung. Das ist auch, zeigt auch das so ein bisschen an. Und jetzt sind wir im richtigen Bereich. Ich bin immer mich ein bisschen am Fragen, wann soll man den Fallschirm überhaupt starten? Weil ich denke mal, so bei 3000 Metern ist auch die Geschwindigkeit nicht mehr so extrem hoch. So, da ist der Fallschirm, der hoffentlich nicht zerreißt, weil auch das ist möglich, das ist mir auch schon passiert. Dann war der plötzlich weg. Können wir hier drin theoretisch auch schön sehen. So, jetzt fallen wir noch mit 8 Meter die Sekunde. Unsere Astronauten Evas sind safe. Können ein bisschen beschleunigen, bis wir auf dem Boden landen. Bam. Da sitzen wir. Können mit dem Eva rausgehen und erforschen diesen neuen Planeten. Erde. Dann watscht man hier rüber. Sie können sogar rennen mit Shift. Wo ist unser Abholkommando? Na, man kann auf jeden Fall hoffen, dass es wirklich unglaublich viele neue Szenarien geben wird. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, wenn es ein Armageddon-Szenario geben würde, wo man auf einen Asteroiden landen muss, der die Erde bedroht. Weil das wäre eine richtig coole Sache. Weil es ist, wie gesagt, absolut modbar. Kompletti. Ich darf sogar auf die Rakete klettern. Ich darf sogar auf die Rakete laufen. So, Boarding. Ja, so sieht das Ganze dann aus.
Da unten irgendwo ist unsere Kapsel jetzt gelandet und das ist eigentlich schon Kerbal Space Program. Beziehungsweise man kann halt wirklich, wenn man gute Raketen baut, geht's halt irgendwann zum Mond, dann kann man zu anderen Planeten reisen. Und das muss man alles planen und auch berücksichtigen, dass die Planeten sich bewegen im Sonnensystem. Da können wir auch hier in den Orbit gehen. Wenn wir hier das Tempo erhöhen, sehen wir, die Planeten bewegen sich, also müssten wir, wenn wir irgendwie zum Beispiel nach Dress fliegen wollen, müssten wir halt irgendwie schaffen, eine Umlaufbahn zu schaffen, wo wir Dress kreuzen und. Also viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Also ist auf jeden Fall was für... Warum rotiert er denn so? Der rotiert ja um sich selbst. Das kann ich astronomisch nicht erklären. Ich weiß nur, dass auch Sonnensysteme sich bewegen und Galaxien im Universum. Jetzt ist sogar Nacht auf dem Planeten, jedenfalls auf der Seite. Jetzt gehen wir mal auf Staging. Genau, es kann nämlich auch Tag, Nacht werden, dementsprechend, wo die Sonne hingezeigt. Und, was man machen kann. Es gibt eine Modbase, es gibt in der Modbase neue Komponenten, die man drauf machen kann. Das Spiel ist immer noch in Entwicklung, es ist zurzeit günstig. Also wer sich für sowas interessiert, simulationstechnisch, der kann da wirklich, würde ich sagen, bedenklos zugreifen, weil so immer ein Flug zwischendurch oder eine neue Rakete bauen und denken, ja, ich mach das noch besser, ist auf jeden Fall, denke ich mal, die Motivation in dem Spiel und ich werde es vielleicht auch immer wieder mal kurz so ein bisschen spielen und gucken, ob ich mich verbessern kann, beziehungsweise dann will ich natürlich auch mal den Mond erreichen mit einer Rakete, die ich selbst gebaut habe von Anfang an. Und. Also ich würde sagen, für Let's Show mache ich ein kleines Fazit am Ende. Ich find's recht cool. Für den Preis zurzeit lohnt sich das sogar. Für so Knobler und sonst, tja, wir sehen uns im All wieder, Leute. Bis dann, ciao.